ist. Also, dann von unserer Seite aus mal ein ganz herzliches Willkommen zum heutigen Tech&Hop-Webinar. Thema ist heute Think Print. Hat was mit dem Release unserer neuen SteadyPrint-Version zu tun, 8.5. Wie Sie sehen, haben wir das Ganze auch ein bisschen weihnachtlich gestaltet. Einmal unser Aussehen. Und ja, wir haben Ihnen natürlich auch noch was Nettes nach Hause geschickt. Und von daher hoffe ich, dass wir jetzt eine schöne Stunde zusammen verbringen. Ich denke, die meisten von Ihnen sitzen vermutlich im Homeoffice und haben es sich gemütlich gemacht. Von daher starten wir jetzt einfach mal. Ich werde mal einen Schluck von diesem köstlichen Getränk hier nehmen. Und ja, dann geht es jetzt einfach mal los. Also, Tech/n/HOP, SteadyPrint 8.5. Wir werden heute auf ein paar neue Features eingehen, die wir released haben in dieser Version. Ganz kurz zu uns beiden mal eben. Ich bin nicht alleine hier heute. Mein Name ist Markus Bangert. Ich bin jetzt knapp 7 Jahre bei der KIS, bin Sales Director und Account Manager. Und ja, Christoph, stell dich doch vielleicht selbst ganz kurz einmal vor. Ja, ich bin der Christoph Dräger, verantwortlich und federführend für die Entwicklung bei der KIS seit 2011 mittlerweile bei der KIS, Entschuldigung, 2011 war ich fertig mit dem Studium und dann auch direkt übergegangen zur KIS in die Vollzeitbeschäftigung. Ja, und seitdem verantwortlich und ja, macht mir großen Spaß bei der KIS und ein Ergebnis davon werden wir heute sehen in dem Webcast. Ja, wunderbar. So, dann schauen wir mal weiter. Was Organisatorisches jetzt noch, sollten während des Webcasts Fragen auftauchen, sollten Sie Anregungen, Wünsche haben etc., haben wir mehrere Möglichkeiten, wie Sie uns das mitteilen können, entweder über die Chat-Funktion der GoToMeeting-Konsole oder ganz einfach eine schnelle E-Mail an sales@kis.com. Und ja, dann werden wir, wenn wir nachher noch Zeit haben, sicherlich ein, zwei Fragen schon mal noch am Ende des Webcasts beantworten. Alternativ natürlich alle Fragen komplett im Nachgang und natürlich auch zeitnah. Ja, die Agenda sieht wie folgt aus heute. Wir wollen uns 3 neue Bereiche anschauen in unserem neuen Release. Es geht einmal um das Thema Administration. Es geht um das Thema RAW PRINTING. Da werden wir dann noch sehen, was sich da genau hinter verbirgt. Und wir wollen uns ein bisschen den Bereich Collaboration anschauen. Hier geht es dann um Gruppenstapel, Shared Workflows, was das genau bedeutet. Ja, das werden wir dann ganz kurz oder versuchen, Ihnen möglichst knackig zu präsentieren. Gut, da wir heute ein relativ gemischtes Teilnehmerfeld haben, aus Bestandskunden und aus Neuinteressenten, möchte ich natürlich noch ganz kurz ein, zwei Worte verlieren. Was ist SteadyPrint eigentlich? Was macht SteadyPrint? Das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, würde ich sagen, läuft unter dem Oberbegriff zentrale Verwaltung. Ich versuche das immer so zu beschreiben, dass wir den Print-Server veredeln. Wir reichern ihn mit Funktionalitäten an, die einfach so mit Bordmitteln nicht möglich sind. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Citrix. Citrix veredelt den Terminal-Server, wir veredeln den Print-Server. Mit der zentralen Verwaltung haben wir unterschiedlichste Themen, die wir abdecken. Wir können einmal die komplette Windows-Welt abdecken, das sehen Sie hier auf der linken Seite, das heißt Netzwerkdrucker, lokale Drucker, Branch-Office-Printer etc. können wir in ein zentrales Management überführen und dann in einer sehr schönen intuitiven GUI verwalten. Auf der rechten Seite sehen Sie das Thema unter der Überschrift Treiberlos einige Drucker, die wir über unseren eigenen Treiber, über unseren VPD zur Verfügung stellen, wo wir noch weitaus mehr Möglichkeiten haben und mehr Funktionalitäten haben als das, was wir in der Windows-Welt geboten kriegen. Und in der Mitte sehen Sie das Thema V-Flow. Das ist das, was ich vorhin mit dem Wort Collaboration ein bisschen angerissen habe. Hier geht es wirklich um Dokumentenlenkung, Druckprozesssteuerung etc. Ja, dann haben wir natürlich noch einen anderen wichtigen Bereich, der immer wieder ein ganz, ganz heißer Punkt ist. Das ist das Thema Ausfallsicherheit und Migration. Und das Thema Monitoring und Reporting wollen wir auch natürlich nicht vernachlässigen. Und das Ganze unter dem Oberbegriff, wie ich gerade schon sagte, zentrale Verwaltung. Hier sehen Sie einfach mal, für die, die es noch nicht kennen, sehen die GUI von SteadyPrint, das sogenannte Center. Von dieser Stelle aus können Sie dann Ihre gesamte Drucklandschaft, Ihre Printserver, Endgeräte, Userzuweisung, was auch immer, können Sie ziemlich einfach verwalten und Arbeit ziemlich elegant erledigen, wo Sie sonst eventuell mit Skripten, Gruppen, Richtlinien oder arbeiten in irgendwelchen Clustern. Hier sieht das Ganze dann ein bisschen eleganter einfach aus. Gut, dann noch natürlich ein paar wichtige Worte zu unserem heutigen Ehrengast. Unser Marketing hat sich hier was Schönes ausgesucht. Wir wollten natürlich ein bisschen was Weihnachtliches finden. Das ganze, dieses Getränk, was Sie bekommen haben, ist aus der Berg Quellbrauerei aus dem Osten der Republik, aus der schönen Lausitz. Und die haben ein Motto, das nennen wir: Wir leben Bier und lieben Tradition. Und ja, von daher haben wir heute mal versucht, so einen winterlichen Trinkgenuss zu servieren. Wie Sie sicherlich rausgeschmeckt haben, ist das Ganze irgendwie eine Kombination aus Glühwein, Kirschsaft und Bier. Zumindest nehme ich das so wahr. Ja, und ja, ich finde es ganz lecker. Lassen Sie es sich schmecken und dann werden wir jetzt gleich mal loslegen. Von daher an dieser Stelle sage ich auch dann ganz einfach nochmal Prost und in die Runde. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein paar interessante Sachen gleich mitnehmen werden. Ein kleinerer Hinweis noch, und zwar sehen Sie ja, dass ich diese lustige Mütze auf habe, mein Kollege auch, und der Dennis Meister aus dem Marketing hat das im Vorfeld auch schon gemacht. Sollten Sie also Lust haben, sich auch da irgendwie mit einem netten Foto dran zu beteiligen, dann jederzeit gerne einfach eine Mail an marketing@kis oder über Social-Media-Kanäle. Wir werden, ich verspreche Ihnen natürlich auch, dass wir die Fotos schön verwenden werden, wenn Sie das erlauben, und dann dementsprechend teilen werden. Ja, dann wollen wir jetzt aber mal, würde ich sagen, langsam zum Inhalt übergehen. Ach so, eine Sache hat mir der Kollege Meister noch gesagt, ist mir gerade ganz entfallen. Und zwar ist es so, dass anscheinend der Spediteur nicht so ganz ordentlich mit einigen Paketen umgegangen ist. Von daher sind 4, 5, 6 Leute heute nicht in den Genuss dieses köstlichen Getränkes gekommen. Das tut uns leid, ist aber ja höhere Gewalt gewesen. So, also an dieser Stelle würde ich dir übergeben, Christoph. Ich würde aber noch eine Sache ganz kurz mal eben machen. Und zwar ist es ja so, dass wir eine Menge Vorbereitungen hier hatten, und da würde ich natürlich schon mal die Rechnung eben ausdrucken, die wir an die Teilnehmer im Nachgang verschicken. Das ist etwas, was wir natürlich vorher nicht verraten haben, aber das würde ich ganz eben noch machen. Oh, es sind keine Drucker installiert. Ja, Christoph, da habe ich mit dir genau den richtigen direkt hier in der Leitung. Vielleicht hast du Lust, dir das mal anzugucken. Ganz zufällig haben wir in unserem neuen Release ja eine Funktion drin, mit der man so etwas auf den Grund gehen kann. An dieser Stelle würde ich jetzt nochmal Prost sagen und dir dann ganz einfach mal den Bildschirm übergeben. Gut, zu dem Fehler nicht, den schauen wir uns direkt mal an. Das ist das erste Administrationsfeature ist tatsächlich das Live-Logging. Von daher passt der Übergang ganz gut. Wir können uns das Ganze über die Sitzungsübersicht einmal mal anschauen. Ich suche den Markus Bangert hier kurz mal raus, wenn dann meine Maus mitspielt. So, jetzt ist er auch wieder im Fokus. Ja, Sitzung, kann ich über die Sitzungsübersicht kurz reinschauen, und da sehe ich den Markus Bangert schon, dass er aktuell von zu Hause auch angemeldet ist. Und dann schauen wir einfach mal mit dem Live-Logging rein, was er hier sagt. Ja, Markus, Problem ist ganz einfach, Spooler ist stopped. Können wir ganz einfach hier beheben dann auch, direkt aus dem Center heraus. Von daher würde ich das einfach mal gerade übernehmen. Startungsdruckerwarte schlage mal neu. Mal schauen, was kommt. Und dann müsstest du mir kurz mal ein Feedback geben, ob es dann gleich besser ist. Sagt er hier noch, dass der Spooler nicht gestartet werden konnte. Ist auch richtig, weil er war gestoppt, hat in demzufolge nur gestartet. Schauen wir im Live-Logging rein. Ja, ist jetzt wieder running, sollte bei dir jetzt auch wieder besser aussehen, Markus. Ja, wunderbar, ist wieder grün da. Mein V-Printer, den ich als Standarddrucker habe, ist wieder hier verfügbar für mich. Und dann kann ich jetzt in Ruhe mal meinen Druck starten, während du noch ein paar interessante Sachen jetzt erzählst. Ja, perfekt. Das Live-Logging kann man natürlich auch nach spezielleren Fehlern suchen. Man sieht hier, das ist alles auf Debug-Level gesetzt. Man bekommt ja noch Fehler und Warnungen hervorgehoben, wenn jetzt noch schwerwiegendere Sachen auftreten. Beim Spooler, das ist natürlich relativ schwerwiegend, klar, aber das wird die ganze Zeit im Hintergrund abgefragt permanent und das wollen wir nicht permanent als Fehler irgendwo im Event-Log listen, deswegen hier als Debug. Ist ein schönes, nettes Administrationsfeature, vor allen Dingen müssen Sie sich nicht immer auf die Geräte draufschalten und vor allen Dingen ist das für fast alle SteadyPrint-Komponenten möglich. Von daher gerade in der Administration deutlich einfacher. Wir aus der Entwicklung nutzen das auch sehr gerne, weil auch uns das Arbeit spart und den Administratoren umso mehr. Ja, ich schiebe nochmal gerade die Agenda hier vor. Der Markus hat mir gerade übergeben. Live-Logging hätten wir damit schon abgehakt. Passt ganz gut. Ja, Load Balancing würde ich Ihnen dann ganz gerne auch mal noch zeigen. Da ist ja mit der 8.5er was hinzugekommen. Schauen wir uns das mal bei uns in der Umgebung an. Wir haben hier das Print-Cluster. Es heißt auch einfach Print-Cluster bei uns, das ist tatsächlich der Name, wie es dann auch angezeigt wird bei den Drucker. Das heißt, dann steht dann zum Beispiel Lexmark T642 on Print-Cluster und nicht mehr zum Beispiel auf Print 01. Print-Cluster sind bei uns die Teilnehmer, die hier angezeigt werden. Wir haben hier noch einen Backup-Server für die Windows-Drucker-Verbindungen mit drin. Und ja, das zeige ich Ihnen mal kurz von der Konfiguration, wie das Ganze aussieht. Diejenigen, die es noch nicht kennen, wir haben hier wieder den Namen und als Poolmaster den Print 01. Poolmaster ist in dem Moment der Referenzdruckserver. Der ist erforderlich für VPD, damit wir natürlich auch da die Templates einrichten können, also die Referenz von Einstellungen. Und diese werden dann letztendlich für die anderen gleichgezogen. Ja, dann haben wir hier zwei Gruppen noch drin, Siegen und Simmern. Unsere zwei größeren Standorte und da haben wir entsprechend unsere Druckserver hinterlegt. Simmern bekommt leider nur einen. Aber es macht letztendlich nichts groß, denn wir haben ja hier unser Load Balancing mit Ausfallsicherheit integriert, beziehungsweise mit standortbasierter Ausfallsicherheit. Das ist ganz wichtig, was halt mit der 8.5er hinzugekommen ist. Das kann man hier in den Algorithmen sehr schön auswählen. Und wenn man jetzt mal die Gruppe Siegen öffnet, dann sieht man einmal die zwei Druckdienste, die hinzugekommen sind, auf den Print 01 und Print 02, sind auch beide ab, ist in Ordnung. Die anderen interessieren mich tatsächlich momentan nicht, sind Testdruckserver, sind auch nicht mehr ganz in Ordnung, wie man so sieht. Damit wir jetzt aber ein standortbasiertes Load Balancing einrichten können, sodass der Druckauftrag tatsächlich am Standort bleibt und nicht über die Warnstrecke geht, können wir hier die IP-Filter bzw. IP-Bereiche einfach anklicken. Und das sind auch die IP-Bereiche für die Bestandskunden, die viele davon kennen sie schon, die können sie einfach wiederverwenden. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, die werden letztendlich zentral hinterlegt und dann können sie die einfach auswählen. Ja, falls Siegen irgendwie beide Druckserver nicht verfügbar sind, haben wir immer noch die Möglichkeit, jetzt eine Backup-Gruppe zu hinterlegen. Da haben wir jetzt in dem Fall Simmern ausgewählt, denn es ist immer noch besser, das Ganze über eine Warnstrecke zu senden, als gar nicht drucken zu können. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann hält Simmern halt in dem Moment für den Siegener Standort her. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, können wir das Ganze natürlich auch umgedreht durchführen. Wir haben in dem Moment Simmern für den SIM DC01, hier die IP-Bereiche ausgewählt und als Backup-Gruppe in dem Moment die Siegener Server. Ja, das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein zum Thema Load Balancing. Allzu viel Zeit haben wir ja tatsächlich nicht, aber so mal ein kurzer Abriss, was mit der 8.5er hinzugekommen ist. Gut, dann gehen wir nochmal zurück kurz zur Agenda. Ja, haben wir jetzt als nächstes Thema neuer Installer. Das schauen wir uns ganz einfach mal an. Ist letztendlich gar kein großes Hexenwerk, ist vielmehr auch wieder in der Administration zu finden, in der Projektierung, nämlich dann, wenn Sie in die Lage kommen, SteadyPrint VPD updaten zu müssen, also auf die neue Version, zum Beispiel von der 8.0 auf die 8.5. Dann war es bislang so, dass Sie tatsächlich blöderweise einen neuen Druckserver bereitstellen mussten und da auch den 8.5er Dienst dann zum Beispiel installiert haben. Das heißt, Sie haben zwei SteadyPrint-Umgebungen parallel plus die Druckserver noch parallel. Das ist natürlich ein Umstand, der ist nicht so dolle und das wollte man mit der 8.5er jetzt besser machen. Und letztendlich, wie es sich technisch auswirkt, sieht man im Prinzip an jeder Stelle. Wir haben einmal die 8.0er bei uns laufen und die SteadyPrint 8.5er Version, das heißt zwei Umgebungen auf demselben Druckserver und damit brauchen Sie keine zusätzlichen Druckserver mehr bereitstellen. Das läuft alles über einen Druckserver letztendlich dann ab. Macht es letztendlich in der Wartung hinterher deutlich angenehmer und einfacher für die Administratoren. Gut, dann sind wir in dem Thema sogar schon durch. Dann kommen wir zum RAW Printing mit SteadyPrint VPD. Ist ganz witzig, wie das entstanden ist. Letztendlich kam ein Kunde auf uns zu und hat gesagt, okay, wir nutzen SteadyPrint VPD, das ist alles super, das funktioniert auch für uns. Aber wir haben jetzt noch ein Spezialsystem, das war damals, fing es an mit IBM AS400. Gibt es auch eine System i und ich weiß gar nicht, welche Namen noch alle jetzt mittlerweile in der Historie auftauchen. Bei denen heißt es nur IBM AS400 und damit hat das begonnen. Die haben letztendlich reinen Text rausgesendet, beziehungsweise ASCII Extended Text, und erst einmal haben wir den gar nicht verstanden, sozusagen mit SteadyPrint VPD. Das kam halt nur Hieroglyphen raus. Und da sind wir das Projekt mit denen gemeinsam angegangen. Und während das Projekt eigentlich noch lief, der POC, kamen witzigerweise dann auch andere Firmen parallel dazu. Und die hatten die unterschiedlichsten Anforderungen im SAP-Bereich, Microsoft Navision, im Orbis-Kiss-System, ehemals AGFA, jetzt Daedalus, Zebra, und die Liste geht im Prinzip noch weiter, und im Prinzip das Ergebnis davon haben wir jetzt in die 8.5er integriert. Ja, letztendlich die Herausforderungen waren sehr unterschiedlich, aber laufen in verschiedene Lösungsansätze dann hinein. Wir haben einmal die Herausforderung, dass wir verschiedenste Spezialprogramme, was es auch immer ist, unterstützen müssen und damit auch die verschiedenen Druckströme. Das heißt, wir gehen von Text-Only, PostScript, PDF, ASCII, Extended, Zebra und so weiter. Also es geht halt, die Liste kann man endlos fortführen, muss letztendlich dann in irgendeiner Form erkannt bzw. weiterverarbeitet werden. Das Grundproblem, was eigentlich erstmal herrschte, ist, dass der SteadyPrint VPD auf dem Microsoft Unitreiber aufsetzt. Der liefert uns letztendlich ein XPS-Dokument. Kurz zur Erinnerung, XPS ist das Pendant zu PDF, also auch hier so ein Dokumentenformat zum Shippen, aber bereits gerendert. Und das erwartet letztendlich SteadyPrint für die weitere Verarbeitung. Und letztendlich mussten dann auch die Pipelines und Schnittstellen im VPD-Treiber angepasst werden, wo wir durch Microsoft halt reinhaken können. XPS vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung, ist ein Subset von WPF, grafische Darstellung unter Windows. WPF steht für Windows Presentation Foundation, für diejenigen, die es genauer wissen möchten. Ja, das XPS brauchen wir auch unter anderem für die Übernahme von Schächten, Duplex, Templates, denn das ist unser Standardformat innerhalb der VPD-Technologie, und deswegen war es für uns ganz wichtig, dass wir damit weiterarbeiten können. Ja, die Lösungsansätze sind jetzt unterschiedlich. Vielseitig habe ich mal ein paar rausgezogen. Letztendlich, klar, erstmal die Erkennung der unterschiedlichen Dokumentenformate. Also im Prinzip haben wir dieselbe Liste wieder, auch fortgesetzt dann. Aber eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, gerade bei Etikettendruck oder bei Endlosdruckern war es zum Beispiel, dass der Treiber, der VPD-Treiber, dann letztendlich vollautomatisch im Hintergrund durch ein Generic Text Only ersetzt wurde. Das ist zum Beispiel so ein Thema. Oder Auswertung serverseitiger Druckertreiber, dass man auch da das besser behandeln kann. Teilweise ist auch einfach nur ein Pass-Through der bereits gerenderten Dokumente erforderlich. Auch sowas ist möglich. Da haben wir tatsächlich das reine RAW Printing. Wir erkennen das Format, okay, das ist ein Format, was einfach durchgesendet werden muss. Zum Beispiel typischerweise Zebra-Drucke, wer das Format kennt, für Labels. Dann weiß man, okay, das sind einfach Steuerbefehle, die werden so an den Drucker weitergesendet. Teilweise ist auch dann eine Konvertierung nach XPS erforderlich zwischendrin, ganz einfach, damit wir auch Templates wieder anwenden können. Das war auch zum Beispiel ein ganz wichtiger Anwendungsfall. Setzt natürlich den Punkt oben voraus, die Erkennung des Druckformats. Ja, dann würde ich das ganz gerne kurz mal simulieren, damit man so ein bisschen einen Einblick bekommt. Jetzt ziehe ich gerade mal etwas rüber, worum es sich zum Beispiel handelt. Hier haben wir so ein typisches Dokument, was reinkommt. Sieht man letztendlich, das ist ein PostScript für diejenigen, die es erkennen. Das erkennt man letztendlich hier an der Präambel hier vorne. Über die Präambel können wir letztendlich erkennen, was das für ein Dokumentenformat ist. Und wenn man das RAW Printing jetzt nicht drin hat, dann würde es genauso auf dem Drucker rauskommen. Also kann man nichts mit anfangen. Ich würde das jetzt einfach mal simulieren, sodass es quasi aus der Appliance rauskommt. Da habe ich ein bisschen vorbereitet natürlich im Hintergrund. Und dann können wir uns das einfach mal anschauen. Und da ist das Dokument im Prinzip gerade reingekommen. Und ich ziehe das mal jetzt gleich ein bisschen größer. Er rendert gerade noch das Dokument. Ist nämlich in dem Moment ein PostScript, was jetzt im Hintergrund umgewandelt ist. Und das ist eigentlich das, was dabei rauskommen sollte, nämlich nicht irgendwelche Hieroglyphen oder irgendwelche Texte, Steuerzeichen, sondern wirklich ein richtiges Dokument. Man sieht schon, unschwer zu erkennen, hat was mit dem Krankenhaus zu tun, Verordnung häuslicher Krankenpflege. Das nur mal als Beispieldokument hier drin kurz dargestellt. Ja, jetzt habe ich mir ein bisschen den Mund fusselig geredet, Markus. Wird, denke ich mal, Zeit für ein Bierchen und ist auch ganz schön trocken. Deswegen stoße ich gerade nochmal mit Ihnen gemeinsam an. Prost zusammen und Markus, ich würde dir dann das Wort zurück übergeben. Von meiner Seite auch. Ja, gerne. Ja, wunderbar. Danke, Christoph. Von mir auch nochmal Prost. Ich bin ja Vertriebler, war ganz schön technisch, Christoph. Deswegen, ich bin ganz froh, dass ich mein Bierchen hier habe. Jetzt machen wir mal weiter, und zwar möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, das, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist natürlich etwas, was hauptsächlich für den Administrator interessant ist, aber wir wollen natürlich auch Ihnen einfach mal zeigen, was, oder ich möchte Ihnen ganz gerne mal zeigen, was auch aus User-Sicht interessant sein kann. Das ist das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, und zwar das Thema Collaboration. Dazu gehe ich jetzt einfach mal in meine Citrix-Sitzung. Die Rechnung, die ich Ihnen zugeschickt, die ist jetzt mittlerweile ausgedruckt. Und ich gehe jetzt einfach mal auf meinen Citrix-Desktop und würde an dieser Stelle mal meinen SteadyPrint-Agent öffnen. Das ist der ganz viel im Hintergrund macht. Der wird mir per Citrix bereitgestellt. Und hier wollen wir uns jetzt gleich mal ein paar neue Features anschauen, und zwar das Thema Drucken, Gruppenstapel und Shared Workflows. Ich würde einfach mal damit beginnen, dass ich einfach Ihnen jetzt mal als allererstes zeige, wie man so einen Stapel erstellen kann. Sie sehen hier auf der Seite von mir, dass ich hier schon einiges erstellt habe. Das heißt, das ist tatsächlich ein Feature mit diesen Stapeldruckern, das es schon länger gibt. Das ist jetzt nochmal erweitert worden, und ich nutze das auch relativ viel. Und von daher sieht man hier an dieser Stelle auch einfach, dass ich schon einige Stapel hier erstellt habe. Ich würde Ihnen jetzt mal ganz kurz vorführen, wie einfach sowas geht. Diesen Gruppenstapel, den ich erstelle, den würden wir auch gleich dann weiter nutzen. Von daher gehe ich an dieser Stelle jetzt in den Stapeldruckerbereich rein und sage jetzt hier Stapeldrucker verwalten, und dann komme ich in einen Bereich, wo ich dann dementsprechend das erstellen kann. Ich zeige Ihnen einfach mal live, wie einfach das ist. Wie gesagt, ich bin Vertriebler, kein Techniker, habe also keine Ahnung, aber es ist ziemlich intuitiv zu bedienen, und ich gebe dem Stapel jetzt nochmal eine Beschreibung, weil ich möchte ja einen Gruppenstapel daraus machen. Das heißt, ich möchte diesen Stapel mit anderen Kollegen teilen. Also sollten die natürlich einfach auch wissen, wofür der gedacht ist. So, Weihnachtsstapel nennen wir das Ganze mal. An dieser Stelle sage ich jetzt freigeben und kann hier dann Benutzer raussuchen. Ich würde jetzt in diesem Fall mal den Kollegen Dräger mit reinnehmen. So, da haben wir ihn doch, und dann nehme ich mal den lieben Kollegen Dennis Meister aus dem Marketing noch mit rein und gehe auf OK und sage an dieser Stelle freigeben. So, wo haben wir es denn? Genau, hier sieht man auch an dieser Stelle jetzt TECH/n/HOP, Weihnachtsstapel freigegeben. So, dann gehen wir einfach mal zurück. Ich schließe dieses Thema mit den Stapeldruckaufträgen wieder. Der taucht auch relativ schnell gleich, wenn der Agent sich aktualisiert hat, wird er auch hier unter den Stapeldruckern auftauchen. Und ja, ich habe mir gedacht, dann würde ich doch mal einfach schauen, ob ich jetzt diesen Gruppenstapel nicht auch für irgendwas Praktisches nutzen kann, denn ich habe ihn jetzt erstellt und ja, sollte ich vielleicht auch was damit machen. Und dazu würde ich einfach mal ein weiteres Collaboration-Feature zeigen, und zwar ist das Thema Workflows, das was vorhin in der Übersicht von SteadyPrint unter dem Begriff V-Flow stand. Und hier gehe ich jetzt mal auch wieder über meinen Agent, gehe ich mal in den Bereich des Workflows und würde an dieser Stelle Ihnen einfach mal zeigen, wie einfach das ist, einen Workflow zu erstellen. Ganz ehrlich, haben wir natürlich einen Workflow schon mal vorbereitet, weil ich möchte gleich Ihnen auch mal zeigen, wie so ein Workflow abgearbeitet wird. Und ja, es war mir einfach ein bisschen zu heiß, dass ich das, was ich jetzt hier mit einem Bier dabei erstelle, ob dann vielleicht nicht der Teufel im Detail steckt und nachher irgendwas nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz gehe ich einfach mal da rein. Und hier kommen wir in eine relativ intuitive, einfache grafische Übersicht. Das heißt, hier geben wir dem User etwas in die Hand, was auch wirklich relativ einfach zu bedienen ist. Ich habe auf der linken Seite Aktionen, gewisse vorgefertigte Aktionen, die ich einfach benutzen kann. Die sind kategorisiert. Das heißt, Sie sehen hier anhand der Überschriften, es geht um eine logische Abarbeitung, es geht eventuell um Anpassung, es geht um Ausgabe von Dokumenten, Templates kann ich einbinden. All dies kann ich dann relativ einfach rüberziehen und ja, ich zeige Ihnen jetzt mal einfach, wie das so funktioniert, indem ich das wahllos mache, wie das dann gleich richtig funktioniert, zeigen wir Ihnen dann an der vorbereiteten Workflow. So, hier kann ich dann auch noch die Ausgabe variieren. Ich kann an dieser Stelle zum Beispiel sagen E-Mail-Versand, ich kann auch einfach drucken sagen. Das alles wird nacheinander abgearbeitet. Sie sehen, dass das hier teilweise ein bisschen verschachtelt ist. Das hat natürlich den Hintergrund, dass dann gegebenenfalls innerhalb einer Aktion noch weitere Unteraktionen folgen, die noch genauer eingerichtet werden müssen. Sie sehen hier, ich kann ein Wasserzeichen zum Beispiel einbinden und dazu muss ich dann etwas tiefer in die Menüs reingehen und kann diese verschachtelten Module dann dementsprechend anpassen. So, ich würde das Ganze jetzt einfach auch mal nicht abspeichern. Das macht, denke ich, wenig Sinn. Würde hier an dieser Stelle mal abbrechen sagen. So, und ja, an dieser Stelle auch nochmal ein kleines Prost. Und dann gehe ich mal wieder zurück in meine Citrix-Session. So, ich rufe jetzt mal den Workflow auf, den wir eingerichtet haben. Sie sehen, das Ganze ist hier unter dem Thema Private Workflow, bedeutet, ich habe das erstellt. Christoph, eventuell sollten wir Folgendes machen. Ich denke, vielleicht macht es Sinn, wenn wir ganz kurz nochmal darauf eingehen, welche Arten von Workflows es eigentlich gibt. Können wir machen, klar. Ich springe mal eben ganz kurz auf die Folie. Und dann würde ich dir auch das Wort nochmal kurz übergeben. Bitte. Ja, perfekt. Also angefangen haben wir mit den Public Workflows, also das waren für uns erstmal normale Workflows, der Rest ist später entstanden dann. Ein Public Workflow ist letztendlich ein Workflow, der über SteadyPrint Center durch den Admin festgelegt wurde und auch zugewiesen wurde. Das heißt, der Benutzer hat darauf erstmal überhaupt gar keinen Einfluss. Man muss dem Admin sozusagen vertrauen, was er dann zusammengeklickt hat. Natürlich bekommt der Benutzer, bevor er den Workflow ausführt, eine Oberfläche angezeigt, sodass er auch sieht, was wird überhaupt da drin ausgeführt. Nicht, dass das irgendwo hingeht, wo der Benutzer sagt, nee, das möchte ich absolut nicht, dann kann er den auch ablehnen und ein Feedback geben. Das ist auch die Möglichkeit. Das nächste war dann der Private Workflow. Da haben wir gesagt, okay, Private Workflow ist schicker, denn der Benutzer kann ja sich selber den Workflow anlegen. Dann woher soll der Admin wissen, was in den einzelnen Abteilungen los ist? Gerade wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, dann wissen doch die eigentlichen Benutzer, die End-User und vielleicht auch Key-User besser Bescheid, was sie gerne möchten. Und dann konnten sie sich den letztendlich selber über den Agent anlegen. Das nächste dann war dann Shared Private Workflows. Das ist halt ein Thema, da haben wir gesagt, okay, ist ja schön und gut mit den Private Workflows, aber naja, jeder Benutzer muss sich den irgendwie selber anlegen, das ist auch irgendwie doof, dann macht man die Arbeit doppelt und gerade in der Abteilung wird dann meistens ja zusammengearbeitet, Collaboration, Stichwort. Und klar, ich gebe den Workflow einfach frei. Im Prinzip, das, was der Markus auch gemacht hat, kann man gleich sehen. Ich zeige es gleich mal im Agent, nämlich ich habe denselben Workflow bei mir im Agent sichtbar. Und so können die Benutzer letztendlich zusammenarbeiten. Einer erstellt ihn und alle profitieren letztendlich davon, sodass wir auch das Thema Collaboration damit abdecken können. Ja, das war's schon, Markus. Ja, alles klar, danke Christoph. Dann gehe ich jetzt mal wieder zurück. Ich würde jetzt mal den Workflow, den ich im Vorfeld erstellt habe, würde ich jetzt einfach mal aufrufen. Hier sieht man ganz schön, es ist ein Private Workflow, er ist freigegeben, also ein Shared Private Workflow. Ich habe ihm einen Namen gegeben und man kann jetzt hier in dieser Beschreibung schon ein paar Module sehen, die dort vorkommen werden. Ich rufe den jetzt mal ganz kurz auf. Und Christoph, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus technischer Sicht erzählen, was hier passiert. Wir fangen oben einfach mal an. Ja, klar. Und dann würde ich dir nochmal das Wort übergeben. Okay, ja, unschwer zu erkennen. Oben ist der Start, also das Eingangsdokument kommt rein. Und dann haben wir direkt eine bedingte Ausführung. Können Sie vergleichen mit If Then Else, ist letztendlich dasselbe, ist nur ein anderer Name für das Kind. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine App-Name-Detection. Das heißt, wir wollen wissen, aus welchem Programm dieses Dokument stammt. Wir haben jetzt hier WinWord einfach beziehungsweise Microsoft Word genommen, die Exe heißt ja WinWord, haben wir verwendet, damit der Markus auch die Rechnung einfach ausdrucken kann. Natürlich kann da auch ein x-beliebiges anderes Programm stehen. Das dient einfach der Zuordnung des Workflows. Als nächstes haben wir gesagt, okay, wir richten eine Textsuche ein, wenn da Rechnung drin vorkommt, auf den Seiten 1 bis Sternchen, das heißt, irgendwo muss Rechnung drin auftauchen, dann soll er bitte drucken, nämlich auf den Drucker, auf den kryptischen Drucker SIC 024 mit dem Template Briefpapier. Das heißt, es kommt dann aus dem richtigen Ausgabefach, wird dann das Papier gezogen. Als nächstes haben wir gesagt, ja, Hintergrundbild wäre nicht schlecht, ist ja eine offizielle KIS-Rechnung. Meistens hat man ja im Eingangsdokument nur einfachen Text. Wir wollen noch ein Hintergrundbild, dass das Ganze auch offiziell aussieht. Dann soll das Ganze per E-Mail versandt werden. Da haben wir jetzt meine Adresse eingetragen, einen kleinen Betreff dazu und eine Nachricht. Da kann man natürlich sich auslassen und auch zusätzliche Anhänge hinzufügen. Dann haben wir als nächstes noch drin, als Citrix-Partner haben wir hier natürlich ShareFile verwendet. Und dann haben wir gesagt, in Cloud ablegen. Sehen wir, können wir uns gleich auch anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und nicht zu vergessen, letztendlich nochmal den Stapel ablegen. Das ist der Stapel, den der Markus, den Gruppenstapel, den der Markus eben erstellt hat, nämlich den gescherten Stapel, Gruppenstapel, sodass ich quasi auch das Dokument einziehen kann. Ja, dann haben wir unten noch unseren Sonst-Zweig. Das ist nämlich dann, wenn oben die Bedingungen nicht zutreffen, dann soll er nämlich eine Fehlermeldung letztendlich anzeigen. Das ist im Prinzip kein Rechnungsformat. Ich habe in dem Moment einen falschen Workflow ausgeführt für das, was ich dort erledigen möchte. Das ist nur noch mal für den Benutzer ein Hinweis. Und so kann man sich im Prinzip den Workflow verschachteln und zusammenbauen, wie man das gerne möchte. Ja. Okay, dann würde ich sagen, danke Christoph. Nimm sicherheitshalber noch mal einen Schluck aus deinem Weihnachtsfläschchen. Ja, auf jeden Fall. Du hast so viel geredet jetzt. Von daher denke ich, wäre das schon wichtig, dass wir uns auch hin und wieder mal zuprosten. Ne? Prost, Markus. Prost, Christoph. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob das, was ich als User eingerichtet habe, ob das dann auch wirklich funktioniert. Und es ist tatsächlich so, dass ich es eingerichtet habe, ohne tiefgehende technische Kenntnisse. Ich breche das Ganze mal hier ab, sage, ungespeicherte Änderungen gehen verloren. Klar, wollen wir so, denn ich habe ja auch nichts gemacht. Ich würde jetzt an dieser Stelle einfach nochmal in die Rechnung gehen und sage, okay, ich will das Ganze jetzt mal mit einem Workflow verarbeiten lassen. Dazu ist es so, das sehen Sie hier, ist als Standarddrucker ist der V-Printer hinterlegt. Der ist für mich sowieso immer hinterlegt. Ich nutze ihn sehr viel, weil er mir einfach viel mehr Funktionalitäten bietet, als das, was mir irgendwelche Bordmittel von Microsoft bieten können. An dieser Stelle auch nochmal, wenn Sie Fragen haben zwischendurch zu dem, was gerade gesagt wurde, wir sind relativ schnell über technische Sachen geflogen. Ja, fragen Sie, mailen Sie, schreiben Sie in die Konsole, wie auch immer, wir versuchen alles zu beantworten. So, ich sage jetzt hier V-Printer, Standarddrucker und starte nun einfach mal den Druck und dann gucken wir mal, was passiert. Hier sehen wir die Drucker, die mir über meinen V-Printer zur Verfügung gestellt werden. Das kann ich, das, was die Technik mir dort einrichtet, kann ich selber nochmal editieren als User. Und hier haben wir diesen schönen Tech/n/HOP-Workflow. Und den, ja, würde ich jetzt einfach mal starten, Christoph, und dann drücken wir mal die Daumen, dass es funktioniert, oder? So, das, was als, ach, davon gehen wir doch mal aus. Das, was als allererstes passiert ist, und zwar bitte nicht irritieren lassen, liebe Zuschauer, das ist, es wird mir beim allerersten Starten dieses Workflows, wird mir der nochmal angezeigt. Also Sie brauchen keine Angst haben, dass das jedes Mal passiert. Hier kann ich einfach nochmal drüber schauen, ist das alles gut, was ich eingerichtet habe? Ja, ich sage jetzt einfach mal ja, ich will mir das gar nicht angucken, sondern ich will sehen, ob es funktioniert. Und ja, dann starten wir das mal. Sie sehen, dass jetzt unser Druckertreiber, der VPD, so ein paar Sachen nacheinander abarbeitet. Sie haben gerade ein Fenster gesehen, dort haben Sie ganz schnell gesehen, Achtung, dieser Drucker mit diesem kryptischen Namen wurde angesteuert. In dem Workflow, Sie erinnern sich, hatten wir so Sachen drin wie Briefpapier etc. Und ja, von daher schauen wir doch mal. So, gerade schien etwas gedruckt oder es wurde etwas gedruckt. Eine weitere Aktion war die Mail, das sehen Sie hier, die ist aufgegangen. Die würde ich jetzt einfach mal an Christoph abschicken. Sie sehen an dieser Stelle, dass ein PDF erzeugt wurde. Das wurde mit einem schönen Namen versehen. Und Christoph, ich schicke dir jetzt mal deine Rechnung für heute zu. Ich selber bin ein sehr intensiver ShareFile-Nutzer. Von daher war mir einfach wichtig, dass das Ganze im Cloud Storage nochmal abgelegt wird. Hier sehen Sie, wie das Dokument heißt. Hier sehen Sie auch, dass ein Ordner vordefiniert wurde in ShareFile. Und hier kann ich dann auch sagen, okay, bitte im ShareFile ablegen. So, und dann, Sie erinnern sich, eine weitere Aktion war noch, dass ein Gruppenstapel genutzt werden sollte. Und hier haben Sie gerade über das VPD-Fenster gesehen, dass dann auch dementsprechend der Gruppenstapel angesteuert wurde. Von daher, jetzt ist alles weg. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Workflow einfach abgearbeitet wurde. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal ein kleines Prost dann. Es war aufregend für mich, hat alles funktioniert. Von daher, Prost Christoph, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob denn dieses Thema Collaboration auch funktioniert hat. Ich würde dir jetzt mal wieder die Moderation übergeben und dann gucken wir doch einfach mal, was auf deiner Seite passiert ist, denn wir arbeiten da ja in einem Team. Ich hoffe, es ist alles angekommen, wir werden es jetzt sehen. Genau, ich werde dir jetzt noch mal ganz kurz hier den Moderator übergeben. So. Zum Moderator ernennen und okay, dann schauen wir doch mal. Ja, perfekt. Markus, du müsstest mein Screen jetzt sehen, hoffe ich auch. Ist ein tolles Bild. Wir schauen uns das Ganze erstmal im SteadyPrint Agent erst einmal an. Da sieht man auch, der Workflow wurde mit mir zusammen geshared, beziehungsweise auch mit dem Dennis Meister hatten wir, glaube ich, vergeben. Aus dem Marketing, und da kann ich dann auch nochmal den Workflow hier im Agent anschauen, kann mir auch nochmal anzeigen lassen. Und da sehe ich im Prinzip dasselbe, was wir eben auch gesehen haben, kann ich halt auch hier nochmal nachverfolgen und dann sehe ich auch nochmal, was speziell in dem Workflow drinsteckt und ich kann mir den in Ruhe nochmal anschauen. Ja, dann schauen wir einfach mal die Ergebnisse an. Wir schauen als erstes mal, würde ich sagen, in den Gruppenstapel rein. Dann hatten wir ja ganz am Anfang, hatten wir uns den angeschaut, muss ich den richtigen Agent nehmen, Stapeldruckaufträge und ja, passt perfekt, denke ich mal 6.36 Uhr, das ist das Dokument von eben, ja. Und da sehen wir im Prinzip, jetzt ist das nicht nur das reine Textdokument, jetzt ist es auch mit Briefpapier hinterlegt, so wie es halt sein soll, erzeugt von Markus Bangert, in dem Moment letzter Bearbeiter. Wenn ich es jetzt ausdrucken würde, dann würde da in dem Moment Christoph Dräger stehen und es würde als bearbeitet aussehen, so als bearbeitet dargestellt, sodass ich natürlich da auch die Möglichkeit habe, als Markus Banger dann einzusehen, wer hat das Dokument dann jetzt weiterverarbeitet, wurde es überhaupt bearbeitet. Auch das ist ja so ein typisches Thema, wer hat zuletzt das Dokument überhaupt bearbeitet, sodass es auch weg ist. Okay, dann schließen wir das Ganze mal, dann öffnen wir mal den ShareFile-Ordner, Shared with me, gehen wir mal rein, TECH/n/HOP, mal sehen, was drin liegt. Das passt auch von der Uhrzeit, wunderbar. Öffnen wir auch gerade mal das Dokument. Und das muss ich gerade mal rüberschubsen. Ja, sieht identisch aus, das Dokument, logischerweise. Und was jetzt noch als letztes fehlt, das war ja noch die E-Mail-Aktion, die wir rausgesendet haben. Da schaue ich gerade mal in meinen Outlook rein. Ach, da sieht man schon 6.36 Uhr, auch passenderweise. Und hier kurz das Dokument, auch hier wieder. Gerade mal rüberziehen wieder, auch hier wieder das Dokument drin. Ja, das hat auch ganz wunderbar geklappt. Bin ich jetzt auch ein bisschen froh. Können wir erstmal gemeinsam wieder anstoßen, Markus. Das hat wunderbar funktioniert. Und dann kann ich dir das Wort wieder zurück übergeben. Ja, wunderbar. Herrlich. Sehr schön. So. Ja, vielen Dank, Christoph. Von mir ein Prost zurück. So, dann würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal schauen. Es sind einige Fragen reingekommen in der Zwischenzeit. Wir können leider nicht alle beantworten. Ich würde einfach mal ein, zwei raussuchen und alle anderen beantworten wir dann dementsprechend im Nachgang. Eine Frage, mit der ich gerne beginnen würde, ist eine Lizenzierungsfrage. Die kann ich auch direkt beantworten. Und zwar lautet die von einem User, müssen die Workflow-Funktionen einzeln lizenziert werden oder sind diese bereits in gewissen Lizenzen enthalten? Es ist so, bei uns, da gehe ich nachher nochmal ganz kurz drauf ein, gibt es eine sogenannte VPD-Suite und der Workflow ist da natürlich enthalten. Das heißt, er muss nicht extra hinzulizenziert werden. So, was haben wir denn noch hier? Ich würde jetzt mal schauen, dass ich ein bisschen was Technisches raussuche, Christoph. Und zwar habe ich hier die Frage von einem Teilnehmer, für welche Zuweisungstypen funktioniert das RAW Printing? Mhm. Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Also grundsätzlich, RAW Printing ist erstmal für VPD, kann auch nur da funktionieren, haben wir auch eben da unter dem Thema vorgestellt. Das heißt, fürs normale Windows Printing, also die normalen Windows-Netzwerk-Druckerverbindungen, können wir das nicht anbieten. Aber für VPD, denn das war ja auch der Anwendungsfall, da funktioniert es für V-Printer, V-Direct und V-Name. Also so diese gängigen Zuweisungsarten, beziehungsweise die, die wir so gut wie überall nutzen in den Ausführungen, da ist es komplett integriert und da spielt es auch keine Rolle, in welcher Form Sie das irgendwie einrichten. Ja. Okay. Dann eine weitere Frage, die ist auch technisch, geht so ein bisschen Richtung Sicherheit, Datenschutz. Kann ich im Workflow erzeugte PDF-Dokumente schützen oder verschlüsseln? Mhm. Was dafür erforderlich ist, ist tatsächlich, sich selbst zu überlegen, Sie müssen ein PDF erzeugen. Dann mit dem PDF haben wir dann die Möglichkeit, eine Permissions-Action hinzuzufügen. Und da kann man dann ein Passwort hinterlegen. Das kann man einmal zentral durch den Admin festlegen lassen. Oder halt der Benutzer ist gezwungen, was einzugeben. So was dann zum Beispiel die andere Partei kennt, das Passwort. Und dann kann man auch das Dokument verschlüsselt, beziehungsweise auch mit Passwort dann austauschen und auch so Einstellungen setzen wie, er darf den Text nicht kopieren, er darf nur lesen, zugreifen und so weiter und so fort. Diese Standard-Permission-Features von dem PDF. Ja. Okay, danke. Ja. Ansonsten, ich denke, die Kunden, die schon länger mit uns zusammenarbeiten, die wissen auch, wie flexibel wir da sind. Sollte also da von Ihrer Seite aus Wünsche, Input sein, was das Thema Workflows betrifft, immer ruhig an uns adressieren. Das werden wir sicherlich dann mit der Entwicklung dementsprechend klären. Und ja, vielleicht kann daraus ein neues Feature entstehen. Ich habe noch eine weitere Frage, eine letzte, die ich jetzt hier in diesem Rahmen stellen würde. Ich versuche die mal wiederzugeben, Christoph. Die klingt sehr technisch. Ich schaue mal, ob ich das hinkriege. Moment. Ich versuche das mal eben ganz kurz aufzurufen. Ließen sich mit RAW Print und Workflow in Kombination gezielte Werte in einem PCL-Datenstrom verändern, zum Beispiel User-ID überschreiben? Mhm. Das ist aktuell ein Thema, was tatsächlich noch nicht funktioniert. Das ist ein Thema, wo wir dran am Arbeiten sind, das in den Workflow zu integrieren und dann auch gezielt diese Werte zu überschreiben. Allerdings geht das fast in eine andere Richtung, die wir auch schon gedacht haben, nämlich diese Dokumenten-Anpassung. Da gibt es auch schon Überlegungen zu, dass wir tatsächlich ein Dokument on the fly verändern können, nämlich. Und dann wäre das genau sowas wie so ein Search and Replace, wo wir das Dokument dann bearbeiten und dann weitersenden könnten. Wunderbar. Ich schiebe doch noch zwei kleinere Fragen hinterher. Eine Frage lautet, kann man mit dem V-Name-Drucker ein Template mitgeben? Oder kann man dem V-Name-Drucker ein Template mitgeben? Ja, das geht definitiv. Genauso wie für alle anderen Drucker. Da kann man definitiv ein Template hinterlegen. Und ja, war sogar tatsächlich ein Thema in einem POC, wo auch dann das RAW Printing zum Einsatz kam. Genau, da war nämlich genau der Anwendungsfall. Ja, wir müssen RAW Printing nutzen mit V-Name, ganz wichtig an der Stelle. Aber wir wollen natürlich auch Templates nutzen. Ja, geht. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, dann noch eine letzte Frage. Ich hoffe, du verstehst genau, was damit gemeint ist. Können im Workflow auch Variablen verwendet werden? Ja, definitiv. Geht. Können Sie über die Workflow-Oberfläche setzen. Es kann aber auch Umgebungsvariablen, die können auch mit ausgewertet werden, aber Sie können auch Variablen integrieren und diese dann in den jeweiligen Aktionen, zum Beispiel beim Speichern, dass man irgendeinen Dateipfad in der Variable drinstehen hat, den man dann da einsetzen möchte. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, dort was einzusetzen. Ja, wunderbar, sehr schön, vielen Dank. Ja, dann an dieser Stelle noch ein weiteres Prost. Gut, dass ich mit dem Fahrrad heute da bin. Don't drink and drive. Dann machen wir mal weiter an dieser Stelle. Wir verlassen jetzt so ein bisschen den technischen Bereich, bevor wir zum Ende kommen. Ich würde ganz gerne an dieser Stelle einfach mal auf das Thema Lizenzierung eingehen. Im Prinzip ist SteadyPrint relativ einfach aufgebaut. Wir lizenzieren Print-Server und wir lizenzieren User oder Devices. Wir versuchen natürlich unsere Kunden, die unterschiedlichste Bedürfnisse haben, was die Lizenzierung betrifft, versuchen wir abzuholen und möglichst flexibel zu sein. Von daher sehen Sie auf der linken Seite erstmal hier SteadyPrint, die, ich sage mal in Anführungsstrichen, normale Lizenzierung ist an alle Unternehmen adressiert. Es gibt Serverlizenzen und es gibt User-Cults. Diese User-Cults gibt es dann in verschiedenen Ausprägungen, entweder eine reine Windows-Call ohne jegliche VPD-Technologie oder eben VPD-Technologien, die über die Suite lizenziert werden können dann. Wir haben für die Gesundheitsbranche irgendwann mal das Ganze ein bisschen umgedreht und sind dort auf eine Server- und Device-Lizenzierung gegangen. Das hat relativ einfach gesagt, was mit Schichtbetrieb etc. zu tun. Das Ganze haben wir dann SteadyPrintMate genannt, ist technologisch absolut das Gleiche, gilt aber ausschließlich für Krankenhäuser, Kliniken oder Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Ein Mischbetrieb in dem Fall ist auch möglich. Ja, und dann haben wir noch für kleine und mittelständische Kunden bis maximal 100 User haben wir noch eine SteadyPrint Smart Lösung. Das wird auch relativ einfach lizenziert. Es gibt hier auch nur die Suite, das heißt VPD ist immer dabei und man kann sich entscheiden, nehme ich einen einfachen Print-Server oder mache ich diesen auch ausfallsicher. Das Charmante hier dran ist, dass Sie unter Umständen andere Produkte, die Sie einsetzen, direkt ablösen können, sei es PDF-Tools etc. Das alles können Sie dann mit SteadyPrint machen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Wir haben natürlich auch nochmal ein spezielles Angebot für Sie heute. Das betrifft jetzt natürlich hauptsächlich die Neukunden. Sollten wir Ihre Neugierde geweckt haben, sollten Sie Interesse an SteadyPrint haben, noch kein Kunde sein, dann möchten wir Ihnen hier ganz gerne eine kostenlose Testinstallation anbieten. Wir schicken dann diese beiden Herren vorbei, die sich um Ihren Print-Server kümmern werden und ja, danach den mit SteadyPrint veredeln werden. So, dann sind wir wirklich gut in der Zeit geblieben, muss ich sagen. Christoph, mir hat es großen Spaß gemacht. Ja, gerne wieder. Super. Ein kleiner Hinweis noch auf unsere nächste Session. TECH/n/HOP wird weitergeführt, dann aber garantiert nicht mit einem Glühweinbier, denn dann befinden wir uns im neuen Jahr. An dieser Stelle möchte ich schon mal darauf hinweisen, Ende Januar, Anfang Februar werden wir uns mit dem Thema Videoconferencing beschäftigen. Das wird unsere Schwesterunternehmen, Tochterunternehmen, die SVO machen, Systemhaus vor Ort, die ist auf so etwas spezialisiert, denn ich denke gerade dieses Thema Videoconferencing wird uns aufgrund der aktuellen Lage einfach noch eine Weile beschäftigen. Von daher hoffe ich, dass wir da was Spannendes für Sie präsentieren können. Ja, an dieser Stelle mal wieder, hatten wir länger nicht, ne Christoph? Nochmal ja. Ein Prost. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich gleich die Mütze absetzen kann. Es ist echt warm darunter. Und würde sagen, vielen Dank, Christoph. Das hat sehr gut geklappt. Liebe Teilnehmer, ich hoffe, dass Sie ein bisschen was Interessantes mitnehmen konnten. Ich werde gleich die ganze GoToMeeting-Software noch ein bisschen auflassen. Sie haben also noch 1, 2, 3 Minuten Zeit, einfach Fragen zu stellen. Ansonsten bitte einfach die, wie vorhin, angekündigt hier an sales@kis.com schicken, dann werden wir die natürlich beantworten und es wird sich ein engagierter Vertriebler bei Ihnen melden, um dann einfach mal zu schauen, was wir da zusammen bei Ihnen lösen können. Ja, also von unserer Seite aus vielen, vielen Dank. Von meiner Seite aus, ich wünsche ein frohes Fest schon mal, einen guten Rutsch, auch wenn in diesem Jahr sicherlich alles anders ist, als wir das je zuvor erlebt haben. Aber wir machen das Beste aus, bleiben Sie vor allem gesund. Und ja, Christoph, dann würde ich dir noch mal ganz kurz für ein paar Abschiedsworte übergeben und dann lasse ich die Konsole noch offen, werde uns aber stumm schalten und Sie können gegebenenfalls auch ein paar Fragen stellen. Ja, danke Markus. Mir bleibt auch noch Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen im Kreise Ihrer Familie. Machen Sie das Beste draus in der Lage aktuell. Das ist halt wirklich schwer für jeden. Einen guten Rutsch. Und ich hatte heute Morgen im Radio tatsächlich das erste Mal so gehört, wo ich dachte, boah, das ist so ein bisschen Aufbruchsstimmung, so ein Impfstoff. Das war so mein Gefühl, was ich jetzt hatte, so, dass man das erste Mal sagen kann, boah, jetzt tut sich mal was, sodass man irgendwie mal was Greifbares hat, so ein Ende der Pandemie. Ja, in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss. Alles klar, bis bald, auf Wiedersehen.